Vielen Dank, sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist an der Zeit, das Probejahr abzuschaffen. Denn wir wollen, dass kein Kind in seiner Entwicklung beschädigt oder gehemmt wird. Jedes Kind muss so gefördert werden, wie es das braucht. Die Gleichwertigkeit beider in Berlin existenter Schularten, der ISS und des Gymnasiums, darf sich nicht mehr länger ausschließlich in gleichen Bildungsstandards und gleichen Schulabschlussmöglichkeiten verwirklichen. Die Heterogenität der Schülerschaft muss sich auch in der Willkommenskultur und der individuellen Förderung an allen Schulen wiederfinden, eben auch an Gymnasien. Nach Aussage des Senates haben 2014/15 über 7% der Siebtklässler an Gymnasien das Probejahr nicht geschafft. Sie wurden an die integrierten Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen abgeschoben. Wenn wir dann noch wissen, dass der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund, die das Probejahr nicht schafften, mit 14% doppelt so hoch war, dann kann doch hier niemand allen Ernstes behaupten wollen, dass das keine soziale Benachteiligung ist. Mit Sicherheit gilt dies auch für andere Kinder aus sozial benachteiligten Gruppen. Unser Ziel, den Bildungserfolg für alle Kinder möglich zu machen und vom sozialen Status abzukoppeln, muss endlich auch für die Gymnasien gelten und darf nicht länger auf die ISS und Gemeinschaftsschulen delegiert werden. Dass die CDU-Fraktion das nicht will, zumindest nicht am Gymnasium, entspricht ihrem konservativen Denken. SPD-Fraktion und Senat wollen die Kinder vor ihren sie überfordernden Eltern schützen, sagen sie. Das sieht die Arbeitsgemeinschaft für Bildungsfragen der Berliner SPD offensichtlich ganz anders. Deren Vorsitzende Monika Buttgereit hat nämlich in meinem Beisein auf der Tagung des Verbandes für Schulen des gemeinsamen Lernens am 4. November 2015, also vor 3 Monaten, öffentlich erklärt, dass sie natürlich für die Abschaffung des Probejahres sind. Aber was interessiert die SPD-Fraktion die Meinung von ihren Bildungsfachleuten? Leider konnte ja der von der SPD-Fraktion für die Anhörung zum Antrag benannte Bildungsexperte Professor Preuß Lausitz letzte Woche nicht teilnehmen. Schade, denn schon in der Anhörung 2009 zur Schulstrukturreform sagte Professor Preuß Lausitz, dass der Arbeitskreis Gemeinsame Erziehung auch aufgrund der empirischen Erfahrungen der Meinung ist, dass die Frage, wie am besten Integration erfolgen kann, nicht aussondernde Klassen und Schulen voraussetzt. In der gleichen Sitzung des Bildungsausschusses sagte Frau Dr. Felicitas Tesch für die SPD, Zitat, ich sitze oft, so wie Sie, auf Podien und dann wird mir von Eltern oder auch Lehrerinnenseite gesagt, wie wird denn dann sichergestellt, dass das Kind X nicht auf der falschen Schule landet? Das ist für mich schon eine Denke, die völlig quer ist, denn die Schule ist im Grunde für die Kinder da und nicht andersherum. Zitat Ende. Die SPD-Fraktion fällt nun weit hinter diese Position von 2009 zurück. Was für eine Aufregung geht da schon wieder los, letzte Woche bei der Anhörung im Bildungsausschuss, wo die Furcht transportiert wurde, die Linke wolle die heilige Kuh Gymnasium schlachten. Für alle vielleicht mal zur Beruhigung, auch in Bremen, Niedersachsen und im Saarland ist das Abendland nicht untergegangen, obwohl auch dort der Eltern- und Schülerinnenwille entscheidet und es kein Probejahr an den Gymnasien gibt. Auf der Bremer Senatsseite für Bildung, der Bildungssenat in Bremen ist SPD geführt, in Klammern kann man dazu lesen, Zitat, Oberschule und Gymnasium bieten ein möglichst langes gemeinsames Lernen von Kindern mit unterschiedlichen Fertigkeiten und Fähigkeiten. Die Schulen tragen die Verantwortung für ihre aufgenommenen Schülerinnen und Schüler und verhelfen ihnen durch entsprechende Förderangebote zu dem individuell höchstmöglichen Bildungsabschluss. Das Abschulen oder Sitzenbleiben ist heute nicht mehr vereinbar mit Vorstellungen über Bildung, Chancen zu ermöglichen
und jeden Menschen auf die bestmögliche Weise zu unterstützen. Zitat Ende. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.